Billige Musik jagt die Wolken von dann. Am Himmel schwimmt ein runder Mond. Begraben unterm Zirkuszelt, für immer verfangen. Mila Soldo, stur wiederholt sich jeder Ton. Die Welt im hölzernen Rahmen der Fenster bewahrt. Angestrahlt vom Mond, dem Spiegelbild der Sonne. Einsame Schwestern erzählt die Geschichte von den siamesischen Zwillingen Diana und Lina. Ungewollt und vergessen vom Vater und die Mutter bei der Geburt gestorben, wachsen sie bei ihrer Großmutter auf. Relativ behütet, sie sorgt dafür, dass es den Mädchen gut geht, herrscht natürlich in dieser Familie mit strenger Hand. Nichtsdestotrotz spürt man diese Liebe der Großmutter zu den Kindern und auch die Verbundenheit der Kinder mit ihrer Großmutter. Denn die Großmutter möchte nichts weiteres als die Kinder vor der Außenwelt bewahren. Denn sie weiß, siamesische Zwillinge sind ein Kuriosum und die Außenwelt würde nicht gut mit den beiden umgehen. Doch relativ schnell am Anfang des Buches wird die Großmutter krank und verstirbt und Diana und Lina sind plötzlich auf sich gestellt und kommen mit der Außenwelt in Berührung und merken relativ schnell, Großmutter hatte recht. Denn nachdem sie erst relativ liebevoll in ein Krankenhaus aufgenommen werden, werden sie bald doch als Kuriosum verkauft und verschachert und erleben schreckliche Dinge, die sie sich niemals haben träumen lassen. Und sie werden eben mit dem harten Leben konfrontiert, auch wenn sie es gar nicht erst so richtig wahrnehmen, denn sie haben ja bisher nur in ihrem kleinen Kreis von der Großmutter und einem anderen Mann gelebt, der sich sonst immer um sie gekümmert hat, aber plötzlich sind sie eben auf sich allein gestellt. Einsame Schwestern ist das Buch der georgischen Autorin Ekaterine Turgunitze und ist auf Deutsch erschienen im Septime Verlag, kostet hier in der Hardcover-Ausgabe 20 Euro und hat insgesamt 178 Seiten. Das ganze Buch ist erzählt in Tagebuchform, in Einträgen der beiden Schwestern, die Anna und Lina heißen sie, wenn ich das noch nicht gesagt habe, und unterbrochen manchmal durch Einschübe des Vaters, wo hier in normaler Erzählform eben das Ganze beschrieben worden ist. Wir lernen so die beiden Geschwister kennen, die trotz dessen, dass sie Zwillinge sind, ziemlich unterschiedlich sind. Diana ist die starke von beiden. Sie hat eine relativ negative Sicht auf die ganzen Dinge. Sie ist sehr stark, sehr eigenwillig. Im Gegensatz dazu ist Lina eher verträumt, romantisch, wenn nicht gar naiv. Und so nahe sie sich doch sind, so fern sind sie sich manchmal. Auch wenn man die Zuneigung der beiden zueinander immer wieder spürt. Und trotz dessen, dass sie so unterschiedlich sind, sind sie ja allein schon durch ihre körperlichen Begebenheiten immer sehr nah und aufeinander angewiesen. Die Differenzierung merkt man am stärksten, sobald sie eben aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen werden, verschachert und verkauft werden und als Kuriosität eben herumgereicht werden. Und da merkt man die Unterschiede, denn Nina fasst relativ schnell Vertrauen in ihre Umgebung, um die Leute um sie herum und beginnt auch alles ein bisschen romantisch verklärt zu sehen und konzentriert sich eben auf die Liebe, auf sie entdeckt die Liebe. Die beiden Mädchen sind Teenager und zum ersten Mal entdecken sie oder beziehungsweise Lina auch die Liebe, während Diana doch merkt, irgendwas stimmt da nicht. Sie haben beide nicht sehr viel Lebenserfahrung und durch dieses beschützte Umfeld haben sie eben auch keinen Sinn dafür, wer will ihnen was Böses, wer will ihnen was Gutes. Aber Diana merkt schon von sich aus, da stimmt irgendwas nicht, sie müssen eigentlich weg. Und Lina ist aber so relativ naiv, sieht diese Dinge nicht ganz so dramatisch wie ihre Schwester. Und wir lernen auch den Vater der beiden Mädchen ein wenig kennen, merken, was er eigentlich für, und dieses Wort ist hier angebracht, ein Arschloch ist, der ja, wie er eben mit der Mutter der beiden umgegangen ist, was das für eine Liebesgeschichte war und wie er sich ja eben nicht um die Zwillinge gekümmert hat, beziehungsweise sie komplett vergessen hat. Am Anfang des Buches werden ihm nämlich die Einträge der beiden überreicht und er gibt nicht einmal zu, beziehungsweise kann sich nicht mehr erinnern, dass er Töchter gehabt haben sollte. Die Tagebucheinträge sind hier relativ kurz gehalten, immer nur so abschnittsweise und ich finde, darin liegt auch der größte Makel dieser ganzen Geschichte, beziehungsweise des ganzen Buches. Denn durch diese Kürze der Einträge und dann die ständigen Wechsel zwischen Diana und Lina und dem Vater kann nicht, also ich jedenfalls, keine richtige emotionale Bindung zu den Mädchen aufbauen. Klar, objektiv betrachtet ist alles schlimm, was ihnen passiert und auch, dass die Großmutter stirbt und wie das für diese beiden Mädchen sein muss. Allerdings konnte ich subjektiv nicht hundertprozentig einen Zugang dazu finden.
Klar taten sie mir auch leid und vieles, was ihnen gerade auch am Ende passiert, ja, brachte meinen Gerechtigkeitssinn sehr, sehr stark zum Vorschein, sodass ich innerlich schon wieder so unruhig wurde. Allerdings gibt es ja auch so Bücher mit einem gewissen Sog und ich sehe in diesem Buch das Potenzial und es wurde hier auch ein wenig verschenkt, dass dieses Buch durchaus hätte eine dieser Soge-Geschichten werden können, für mich persönlich jedenfalls. Aber dafür, wenn man eben kurze Sätze wählt, muss auch die Sprache entsprechend sein, muss die Sprache kraftvoll sein, muss sie stark sein in jedem Satz. Jeder Satz müsste punktuiert sein und das war es in diesem Fall leider nicht. Ich weiß es nicht, ob es an der Sprache der Autorin liegt oder ob es eben an der Übersetzung liegt. Das kann ich hier an dieser Stelle nicht beurteilen, weil ich das Original nicht kenne und auch gar nicht lesen könnte. Aber vielleicht liegt es auch an der Übersetzung. Es entwickelte eben nicht diese, die Sprache hatte nicht die Kraft, diese Sogwirkung zu entwickeln. Das heißt aber auch nicht, dass ich es jetzt schlecht fand, sondern einfach nur so blieb immer eine gewisse Distanz, die ja eben nicht immer hundertprozentig dann eben diese Emotionalität auslösen konnte in mir, die es vielleicht hätte gebraucht, um wirklich ein Knallerbuch daraus werden zu lassen. Und wie gesagt, ich sehe in diesem Buch durchaus das Potenzial. Denn die Geschichte ist interessant erzählt. Es ist eigentlich genau das, was ich liebe. Hier sind junge Mädchen, die besonders sind, die in einer besonderen Situation stecken. Irgendwo spürt man immer diese unterschwellige Traurigkeit, diese unterschwellige Dramatik und es ist ein wenig skurril, das Ganze. Und das ist eigentlich genau das, was ich liebe. Und da hat die Autorin für in meinen Augen jedenfalls ein wenig Potenzial verschenkt. Nichtsdestotrotz ist es ja eine großartige Geschichte. Und wer solche Bücher eben mag, dem lege ich das ganz besonders ans Herz. Das Cover ist wunderschön gestaltet, wie ich finde. Und mich hat es sehr berührt, dieses Buch. Je länger es eben dauerte, es war dann auch so, dass ich weiterlesen wollte, dass ich immer weiterblätterte, weil es mich tatsächlich auch, weil ich tatsächlich auch wissen wollte, wie geht es jetzt mit Diana und Lina aus? Was passiert diesen Mädchen? Und schafft der Vater es noch, eben einen Zugang zu seinen Kindern zu finden? Das ist das, was ich euch zu diesem Buch sagen kann. Ekaterine Togonitsa, Einsame Schwester, erschienen im Septime Verlag. Hier lege ich euch hiermit ans Herz. Das war es ansonsten mit meiner Rezension. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr dieses Buch auch schon gelesen habt, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Und auch wenn ihr ähnliche Empfehlungen habt, würde ich mich über den Austausch mit euch freuen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye bye.